Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gab mal eine Zeit, in der internationale Vereinbarungen getroffen wurden, um Abrüstung, Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen, Völkerfreundschaft, Kooperation festzuschreiben. Deutschland war meistens dabei, und das war gut so. Am Sonntag wurde der Friedensnobelpreis an die internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen vergeben. 120 Staaten beteiligen sich im Rahmen der Vereinten Nationen an diesem Verbot. Deutschland nicht, und das ist eine Schande. Zeitgleich, einen Tag später, wird maßgeblich von einer geschäftsführend im Amt befindlichen Bundesregierung Aufrüstung und nicht Abrüstung in einem internationalen Vertrag festgeschrieben. Ich rede von PESCO, das ist das heutige Thema. Permanent Structural Cooperation, permanente strukturelle Zusammenarbeit. Diese wurde gestern in Brüssel unterzeichnet und soll Ende der Woche, wie es dann so schön heißt, gewürdigt werden im EU-Rat. Es ist von einem historischen Schritt die Rede. Wir sagen, es ist ein Schritt in die falsche Richtung, weil Aufrüstung und nicht Abrüstung Zweck von PESCO ist. Wir haben nichts gegen die Zusammenarbeit, aber der Zweck dieser Vereinbarung ist Aufrüstung und nicht Abrüstung. Dabei wäre nichts gegen mehr Kooperation europäischer Staaten, auch in der Verteidigungspolitik zu sagen, im Sicherheitsbereich zu sagen. Die Linke will, so steht es im Programm, ein kollektives Sicherheitssystem unter Einbeziehung Russland, das auf Abrüstung zielt. Und da kann es ja durchaus Sinn machen, dass man Doppelungen vermeidet, dass man Synergien herstellt. Dann müsste ja am Ende ein weniger an Militärausgaben unter dem Strich stehen und nicht ein mehr, wie es jetzt bei PESCO festgeschrieben ist. Wir sagen Nein zu diesem Programm, und wir kritisieren dieses Programm inhaltlich und nicht, weil es ein europäisches Programm ist. Und ich will mal auf den Inhalt eingehen. Das wurde ja kaum erwähnt. Punkt 1 der Vereinbarungen: regelmäßige, reale Aufstockung der Verteidigungshaushalte, alljährlich überprüft von der Europäischen Kommission und dann auch noch mal behandelt im Europäischen Rat. Das heißt, jedes dieser 25 Länder verpflichtet sich, jedes Jahr mehr Geld real in den Haushalt einzustellen, und das Ganze soll dann überprüft werden. Und das Jahr für Jahr, bis man dann vielleicht bei diesen 2% der NATO sind. Zweitens in diesem Programm: 20% der Gesamtausgaben sollen in Rüstungsgüter gesteckt werden. Das heißt nicht Geld für Personal, sondern ganz konkret für Waffen. Ich glaube, da freut sich vor allen Dingen die Rüstungsindustrie drüber. Und drittens soll dann noch zusätzlich ein europäischer Verteidigungsfonds aufgelegt werden. Also wir fordern sehr dringend von der Bundesregierung, dass die Zustimmung zu diesem Vertrag zurückgezogen wird. Aber es gibt auch eine gute Nachricht dabei. Wenn ein künftiger Bundestag oder wenn ein anderes nationales Parlament dieser 25 Staaten vielleicht nach einer nächsten Wahl zu der Entscheidung kommt, dass man eigentlich nicht mehr, sondern weniger Geld für die Rüstung ausgeben will und dann zum Beispiel mehr Geld für Gesundheit, für Soziales, für Bildung ausgeben will, dann ist das auch weiterhin möglich. Es gibt keine rechtliche Verbindlichkeit, das alles einzuhalten. Es ist ein politischer Druck, den Sie hier aufbauen, und kein rechtlicher Druck. Ganz kurz ein paar Worte zum Brexit, was auch heute Thema ist. Eine gute Nachricht ist, dass es Fortschritte gibt bei den Rechten der EU-Bürger in Großbritannien und bei den Briten, die in der EU leben. Wir drängen da schon lange drauf. Es wäre besser gewesen, dass das in einem Vertrag schon festgehalten worden wäre und jetzt nicht abhängig gemacht wird von anderen Fortschritten. Aber trotzdem ist das ein guter Punkt. Und ich will auch vielleicht, wenn wir über Großbritannien reden, meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass vielleicht der nächste britische Premier Jeremy Corbyn heißt, der persönlich wie kaum ein anderer für internationale Kooperation steht, der für Friedenspolitik steht,
der für diplomatische statt militärischen Lösungen steht und gegen soziale Ungleichheit. Das könnte vielleicht auch ein neues Kapitel in der deutsch-britischen und europäisch-britischen Kooperation aufschlagen. Die Linke würde das sehr begrüßen. Es ist meine letzte Rede dieses Jahr, deswegen möchte ich Ihnen allen und auch den Zuschauern ein frohes und friedliches Weihnachtsfest wünschen. Ich sage vielleicht angesichts der Weltlage, Friede auf Erden, das wäre, was wir wirklich brauchten. Vielen Dank. Der Kollege Florian Hahn ist der Nächste.